Ja, das ist die Probebühne hier. Hier steht die Kiste, wie sie schon jetzt ganz aufgeklappt ist. Die Stützen gibt es normalerweise nicht, die sind nur, weil das jetzt hier noch nicht original montiert ist. Und hier entsteht alles. Also hier wird alles erfunden, was mit der Kiste so möglich ist. Wir versuchen immer sehr, sehr gute Modellfotos zu machen. Auch mit Hilfe von Photoshop, ist ja nicht verboten, aber wir bauen schon die Modelle auch sehr genau. Und liefern dann eigentlich per Fotos ein Storyboard ab vom ganzen Stück, von dem Ablauf. Was auch für uns wichtig ist, einmal kann man schon ausprobieren, wie man es überhaupt beleuchtet. Also dass zum Beispiel ein tiefes Seitenlicht hier diese Kistenwand besonders gut trifft. Die Orchesterstimmen sind verloren, aber vielleicht sind sie auf irgendeinem ukrainischen Dachboden oder in irgendeinem belgischen Keller, liegen vielleicht wirklich noch die Orchesterstimmen. Man weiß es nicht. Vielleicht ist auch das Bühnenbild verpackt. Man muss es gar nicht so wörtlich nehmen, aber ich dachte immer an Transportkiste und so eine Box. Dann haben wir so eine Box gebaut, die Anne Kuhn und ich, und haben gedacht, ja, aber jetzt nur so eine Kiste, die dann aufgeht und wo man Sachen rausholt und sagt, guck mal, wie tolle Sachen, kann es auch nicht sein. Und außerdem ist das Stück dann doch ein bisschen länger als nur diese eine Mal, wir machen es auf. Und dann haben wir uns was überlegt, was man ja jetzt auch gesehen hat, aber was so funktioniert, dass die leere Kiste, die geschlossene Kiste auf der Drehscheibe sich dreht und sich dann immer öffnet. Und da drinnen sind dann wie so einzelne Schlaglichter, wie so einzelne Erinnerungsbilder, Momente aus dem Stück. Es öffnet sich einfach weiter, 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 weiter und schließt sich hinten wieder zu einer Kiste. Also eigentlich ist es wie vorher. Ja. Und das führt aber auch dazu, dass jetzt die Figuren, die vorher in der Kiste waren und in dem Bild waren, auf einmal so alleine im Nichts und so verloren, so ausgeschlossen sind, bis sich das dann wieder dreht und viele Szenen natürlich irgendwo spielen. Und dann die nächste Drehung, inzwischen ist heimlich was anderes reingebaut worden, also irgendwas, und dann öffnet sich das wieder. Und dieser Vorgang kann sich unendlich wiederholen. Es ist also eigentlich eine Zauberkiste, aber eben nicht so viel, dass man denkt, wow, ja, da ist es alles, okay, wir gehen nach Hause, sondern dass man so kleine Schlaglichter davon kriegt. Die Kiste geht auf, man sieht, ah, das ist so ein Moment vielleicht, und dann kann man sich den Rest weiterspinnen oder man könnte sich eine ganze Show träumen aus diesem einen Bambus-Treppenbild. Oder man könnte sich einen ganzen Film noir träumen aus diesem ersten Bild, wo da diese Lampe über dem Tisch hängt. Aber ich glaube, es reicht, oder es ist sogar besser, wenn man als Bühnenbildner nicht die Bilder zu komplett liefert und zu auserzählt liefert. Micha Pöhler, der Konstrukteur, hat einfach eine Wahnsinnserfahrung eben in solchen Scharnieren oder auch in diesen Scharnieren, die hier ermöglichen, dass die Wand einmal so klappt, dann aber auch um 180 Grad in die andere Richtung klappt. Das sind hier diese selbstgeschweißten, von den Werkstätten geschweißten Teile. Das muss man auch erstmal berechnen, konstruieren und dem Schlosser sagen, schweiß mal so ein Ding, hält das überhaupt? Und es hält. Und dann sagt natürlich der Bühnenbildner, ich will aber, dass das nur 5 cm dick hier ist. Ich will nicht so eine Panzertüren. Und ich will aber, dass das auch nur 5 cm ist. Und das heißt, die ganze Wand ist nur so schmal. Jetzt müssen aber überall Rollen eingebaut werden, die eigentlich so einen Radius brauchen für die schwere Wand, die wiegt mehrere 100 Kilo. Wie schafft man es, dass die Rollen aber nicht den Holzboden darunter zerfressen? Und all diese Geschichten sind natürlich noch niemals so in genau der Form gebaut worden und sehr aufregend. Und, ja. Als Bühnenbildner ist man natürlich extrem abhängig davon, was für Spezialisten man um sich herum hat, die mit einem das zusammen entwickeln, konstruieren und Werkstätten, die das dann bauen. Also man hat ja oft schnell eine Idee, aber man baut es ja nicht selber. Und das ist hier in der Komischen Oper schon ziemlich toll, dass es eine Konstruktionsabteilung gibt, die sich wirklich dahinter klemmt und innovativ ist, und das macht schon Spaß. Ich habe, glaube ich, auch noch nie eine Drehtür bauen lassen, und das ist auch so ein Prototyp, der Gott sei Dank super funktioniert und auch wie so ein Beschleuniger funktioniert. Also das spült die Leute so und schießt die Leute so nach vorne in den Raum.
Ja, Frühlingsstürme. Und da kommt wirklich am Ende vom, ich glaube, zweiten Akt kommt ein großer Frühlingssturm und weht über die Bühne. Und es gibt so ein Regiebuch, wo genau beschrieben ist, welcher Vorhang wie weht. Und ist dann da was anderes eingefallen, was auch mit China zu tun hat, lustigerweise. Und was ich so auch noch nie gemacht habe auf der Bühne und auch, ich glaube, so auch noch nie gesehen habe auf einer Indoor-Bühne. Und wir sind gespannt.